Meine Damen und Herren, das ist Seite 1 einer 62-seitigen Analyse von Muddy Waters Capital, die Ströer Media mal eben 30% in den Keller geschickt hat. Aus diesem Grund heute beim Bernecker Aktienbräu sowas wie ein Sonderstresstest. Wir sprechen natürlich später in der Sendung über die Aktie von Ströer Media und wie sie mit diesem Kurssturz umgehen sollen. Aber erstmal stelle ich Ihnen in der heutigen Ausgabe von Bernecker Aktienbräu meine Gäste vor. Stefan Schmidbauer, Redakteur vom Bernecker Börsenkompass. Bernhard M. Klinzing, Redakteur vom Frankfurter Börsenbrief und Volker Schulz, Redakteur von Der Aktionärsbrief. Das meine Gäste heute, meine Damen und Herren. Es gibt einiges zu besprechen, einiges passiert. Der DAX hat richtig Gas gegeben, aber zunächst schauen wir nochmal, wer die Runde hier heute bezahlen muss. Sie kriegen ja unser Aktienspiel. Die Runde geht an Herrn Suris, der hat mit der Aktie von Tesla verloren. Syzygy von Herrn Thyssen auf Platz 2. Der Evotech Call von Oliver Kantim auf Platz 2 mit 25% im Plus und auf Platz 1 mein Turbo Call auf Epigenomics. Die Nachricht, auf die ich spekuliert hatte, ist gekommen, meine Damen und Herren, aber jetzt sollten Sie dann auch bei der Aktie so langsam Ihre Gewinne einstreichen, denn wir haben es mal durchgerechnet, auch der Aktionärsbrief hat ein Interview geführt mit dem Vorstandsvorsitzenden von Epigenomics und es dauert noch ein wenig, bis sich auch jetzt dieses Präparat Epiprocolon dann auch in den Zahlen niederschlägt. Deswegen erstmal abwarten, steht auch noch eine Kapitalerhöhung im Raum, ne? Exakt. So sieht's aus, meine Damen und Herren. Bei Epigenomics können Sie die Gewinne mitnehmen. Der Schein war zwischenzeitlich mal über 100% im Plus. Ich hoffe, wenn Sie ihn hatten, dann sind Sie auch zum richtigen Zeitpunkt ausgestiegen. Aussteigen ist dann so ein Stichwort für den DAX. Da muss man nicht aussteigen. Der hat jetzt so richtig Gas gegeben, im fünfstelligen Bereich sich behauptet und auch noch die 200-Tage-Linie von unten nach oben durchbrochen. Da kann man sagen, der Junge hat mal ordentlich Gas gegeben. Geht's so weiter jetzt in dem Tempo, Herr Klinzing? In dem Tempo sicherlich nicht. Also wir werden vielleicht noch mal eine Woche weiter in dem Tempo zulegen können. Aber wer schon länger an der Börse ist, der weiß, dass so eine Scharfrallye sich nicht über 4, 5 Wochen, 6 Wochen fortsetzt, sondern vielleicht mal eine Lebenserwartung von 2 Wochen hat. Also insofern kann man weiterhin optimistisch sein. Wir sind auch bullisch. Wir haben in der vorletzten Ausgabe des Frankfurter Börsenbriefs Calls auf den Nikkei, den DAX, S&P 500, Nasdaq empfohlen, haben sich alle gut entwickelt. DAX-Call hat sich schon verdoppelt. Also insofern bleiben wir auch dabei. Wir haben den Stopp jetzt nachgezogen. Das heißt, man muss natürlich jetzt Gewinne ein bisschen absichern, aber wir bleiben bullisch und das werden wir auch gleich ja bei der DAX-Analyse bzw. bei dem DAX-Tipp dann auch sehen. Ja, aber noch nicht zu viel verraten. Ne? Aber es gibt jetzt Leute, die nehmen schon wieder das Wort All-Time-High im DAX im Mund. Also 12.400, ja, nächste Woche schon. Oder was hältst du davon, wenn Leute jetzt kommen und sagen, ja, All-Time-High steht jetzt aber wieder mal unmittelbar vor der Tür. Ja, es geht relativ schnell. Wir brauchen nur mal den Blick in die USA werfen. Da sind die Indizes alle in der Nähe ihrer Höchststände. Und das kann auch im DAX mal ganz schnell gehen. 1, 2 positive Nachrichten, dann sind wir da oben. Nur ich glaube, wir haben ein sehr positives Sentiment, keine Frage, aber ich glaube, wir haben auch ein wackeliges Sentiment. Also ich würde mich nicht darauf verlassen, dass wir jetzt hier eine stabile Aufwärtsbewegung sehen werden über die nächsten Monate. Herr Klinzing hat schon gesagt, das kann ganz, ganz schnell mal auch wieder ins Wanken geraten. Trotzdem glaube ich, wenn man momentan dabei ist, wenn man engagiert ist, kann man die Aktien einfach laufen lassen, Absicherung, und dann ist man gut dabei. Das DAX oder das Momentum spielt im DAX, Volker. Ist das jetzt ein Zeichen, dass man auch da nur dabei sein muss? Kann man die Nebenwerte, ihr seid ja jetzt auch mehr, auch nicht mehr, aber auch sehr spezialisiert auf Nebenwerte, kann man die jetzt beruhigt beiseite lassen oder macht der Mix die Musik? Der Mix macht natürlich die Musik, ganz klar. Erstmal zum DAX. Zum DAX denke ich, wir haben eine recht stabile Bewegung. Liegt meiner Meinung nach auch vor allem daran, dass die global agierenden Fonds in ihren Cashquoten alle sehr hoch lagen zuletzt, bei 5,4% etwa. Das ist für so einen Fonds schon sehr, sehr viel und ist in meinen Augen auch ein Kontraindikator. Und wenn der Markt jetzt läuft, dann müssen diese Fonds agieren und die müssen kaufen und das machen sie auch. Dazu kommt der Ölpreis, der sehr fest geworden ist, da sprechen wir nachher ja auch noch drüber, glaube ich. Und dazu kommt eine Berichtssaison, die auf dem Papier nicht gut aussieht, die aber dennoch die Erwartungen bei weitem toppt. Was da bis jetzt aus Amerika gekommen ist, das lag fast alles ausnahmslos über den Erwartungen. Also auch das treibt den Markt an. Also ich bin für die nicht nur für die nächsten Wochen, ich bin eigentlich für die nächsten Monate sehr optimistisch und ich denke auch, dass der Spruch Sell in May and go away diesmal nicht angebracht ist.
muss man jetzt sagen, die Amerikaner, die wissen halt eben, wie es geht. Wenn es halt einfach nicht läuft, wir haben einen starken Dollar und alles so und man merkt, die Umsätze wackeln, die Gewinne wackeln, ja, dann lege ich die Messlatte halt mal eben auf Null und dann kann ich auch mit den schlechtesten Zahlen positiv überraschen. Und der Dow nimmt es freundlich auf und geht nach oben. Also obwohl die mau sind, geht es nach oben. Passt irgendwie nicht zusammen. Ja, man muss natürlich schon sagen, dass wir Gewinnrückgänge haben. Das ist gar keine Frage. Die haben wir nicht erst seit diesem Quartal, sondern es war auch in den letzten Quartalen schon so. Nichtsdestotrotz, die Einschätzung, die der Volker geäußert hat, ist völlig richtig. Wir haben hier momentan eine Phase, wo wir Zahlen sehen, die wirklich nicht schlecht sind und die Erwartungen waren eben sehr niedrig, dann haben wir positive Überraschungen und das sorgt dafür, dass die Kurse nachher steigen und ja, so kann es weitergehen. Die Banken haben gute Zahlen geliefert, wir haben einen oder anderen negativen Ausreißer, IBM ist ein Beispiel, da hat es mit den Zahlen nicht funktioniert, die Aktie ist abgestraft worden, aber ansonsten kann man bislang sehr zufrieden sein mit dem, was wir aus den USA so gehört haben. Was da auch hilft, sind natürlich die Aktienrückkaufprogramme, wo wir eigentlich ursprünglich davon ausgegangen sind, dass die sich langsam abbauen, weil sie auf einem sehr hohen Niveau schon waren. Aber wir sind eines Besseren belehrt worden. Die Aktienrückkäufe steigen permanent weiter in den USA. Schön auch den Gewinn je Aktie, ja, aber Gewinn je Aktie ist Gewinn je Aktie und damit ist die KGV-Bewertung einigermaßen akzeptabel da drüben. Die Unternehmen kaufen ja in erster Linie oder sind die Hauptkäufer tatsächlich von den Aktien im Moment. Wenn man mal den privaten Investor guckt in den USA, so ist er schon seit einigen Monaten auf der Verkaufsseite per Saldo. Aber, und das ist eigentlich auch noch ein positives Signal, im Moment gibt es ja gar keine Aktienrückkäufe. Es gibt eine Menge Programme, aber im Moment von den tatsächlichen von der Umsetzung der Käufe gibt es im Moment keine. Da ist im Moment eine kleine Pause, das wird nächsten Monat dann wieder aufgenommen werden. Und trotzdem hat der S&P 500 die Verluste von Anfang des Jahres egalisiert. Das ist deswegen umso höher einzuschätzen, weil eben diese Unternehmenskäufe im Moment pausieren. Und wie wir schon gesagt haben, die Unternehmen, die legen sich das natürlich zurecht. Sie wissen inzwischen, wie der Kapitalmarkt funktioniert. Im Vorfeld hat es über 100 Prognoseanpassungen nach unten gegeben und nur 14 Prognoseanpassungen nach oben vor der Berichtssaison. Und jetzt haben wir den Fall, dass 63% der Unternehmen, die über den Gewinnschätzungen liegen und 64% über den Umsatzschätzungen. Also die wissen, wie man mit dem Kapitalmarkt umgeht, wie man mit dem Kapitalmarkt spielt, dass man nicht zu große Hoffnungen setzt. Und für meine Begriffe ist auch sehr wichtig, dass ja jetzt schon absehbar ist, dass mit diesem Rückgang, der jetzt wahrscheinlich um die 7,4% bei den Gewinnen liegt, das Tief für die nächsten Monate und die nächsten Quartale erreicht sein wird. Im zweiten und im dritten und vierten Quartal wird das nicht mehr diese Rückgänge geben. Im dritten Quartal im Gegenteil schon wieder Gewinnsteigerungen. Und das nimmt der Kapitalmarkt als Antizipationsmechanismus natürlich jetzt schon vorweg. Und das spiegelt sich dann auch in den Kursen. Ja, ich mache mir die Kurse, wie ich will. Und die Unternehmen verkaufen ja auch nicht ihre eigenen Aktien, wenn die Zahlen Mist sind. Aber müssten die Analysten nicht mehr warnend den Finger heben? Ja, das tun sie auch. Also wir haben im Vorfeld der Berichtssaison haben wir sehr viele negative Einschätzungen gesehen. Insofern, das passiert durchaus. Also die Analysten waren sehr skeptisch. Aber wenn eben viel Skepsis im Markt ist, dann ist es eben auch so, dass schnell mal die positive Überraschung kommt. Die positive Überraschung, die ist heute bei der EZB ausgeblieben, oder? War klar, dass die heutige Presse oder die Presse von Donnerstag quasi als Nullnummer in die Geschichtsbücher eingeht, oder? Na klar, alle warten jetzt natürlich auf den Juni. Dann greifen die ersten EZB-Maßnahmen wie Rückkauf von Unternehmensanleihen, auch die Vergabe von Krediten an Banken für lau, ja, um sie dann in die Privatwirtschaft weiterzureichen. Und wenn die Banken dann mehr ihr Kreditvolumen um mehr als 2,5% steigern, dann bekommen sie dafür sogar noch Geld für die Aufnahme dieser Kredite bei der EZB. Dieses Programm startet im Juni und ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt. S&P hat gesagt, es geht um Kreditvolumen von insgesamt 1,7 Billionen Euro in der Eurozone. Ja, das ist ganz nett, ne? Gibt es doch ein bisschen Geld. Aber die Pferde müssen natürlich auch saufen, ne? Das werden wir mal sehen, was da passiert. Naja, zur Not haben wir ja immer noch Helikoptergeld in der Hinterhand, ne? Und ich stehe dann ganz vorne und biete mich an. Die positivste Überraschung ist für mich, dass Sie für Ihre alten Tage jetzt offenbar mal auf die Sendung vorbereitet sind hier mit den Papieren. Ganz großes Kompliment. Ja, sehr professionell. Naja, er hat sich ausgedruckt. Ja, trotzdem, die positivste Überraschung ist, dass Sie bei der Anmoderation mal wieder geschlafen haben, ne? Weil da habe ich ja gesagt, was ich in der Hand habe. Ne? Ist ja nur zwei Seiten von der Analyse, die Ströhr in den Keller geschickt hat. Ne? Also, können wir mal wieder gucken, wie tief Sie bei der Anmoderation geschlafen haben. Ne? Wissen Sie noch, wer das Spiel gewonnen hat?
Nee, okay, nee. Lassen wir das. Lassen wir das. Aber Herr Klitz, Sie kommen... Irgendwie so ein Epigenomics-Glücksschuss. Ja, genau. Kommen wir mal zu einem Thema, wo Sie doch woher, ein bisschen... Woher kam die Empfehlung? Ja, also, ich muss mal kurz überlegen. Ja, die kann man, konnte man überall lesen. Die kam aus Börsencom, die war in Börsencom. Die konnte man überall lesen. Ja, zum Beispiel war da nicht der AK der Erste? Ja, bestimmt, also mit Sicherheit. Jedenfalls, der war im Börsenkompass, der war im AK. Ja, aber... Da sage ich das so Zauberwörtchen. Timing, ja. Ne? Timing. Wann war die Empfehlung im AK? War doch perfekt. Vor 6 Monaten oder so. Ne? Kommen wir mal zum Thema, wo Sie wieder ein bisschen Ahnung von haben. Das ist der Ölpreis. Da muss man ja schon suchen. In Doha haben sich die Kollegen nicht geeinigt, besonders Saudi-Arabien und der Iran haben sie ja schon im Vorfeld gekämpft. Da war ja eigentlich auch abzusehen, dass da jetzt irgendwie keine Drosselung rauskommt, weil ja auch, wie Sie auch schon gesagt haben, jeder dieses Schauspiel von Russland und Saudi-Arabien ein bisschen durchschaut hat. Machen Sie da jetzt eigentlich Origami mit dem Papier? Ja, mache ich. Das ist zusammenfalten? Strahlt Kompetenz aus. Wenn man das, ich habe das mal gesehen, wenn man das so zusammen macht, ne, hier, dann strahlt... Apropos Kompetenz, wir machen den Ölpreis doch mit dir. Also die Jungs in Doha haben sich nicht geeinigt, der Ölpreis ist kurz eingeknickt. Wenn man jetzt aber wieder drauf guckt, muss man sagen, es hat alles nichts gebracht. Im Grunde genommen, man hat keine Drosselung der Fördermenge erreicht, aber trotzdem steigt der Ölpreis. Wie passt das denn jetzt zusammen? Ja, diesen Effekt, den hatten wir ja auch schon jetzt im Frühjahr da. Hat der Herr Schmidbauer in unserer Besprechung ja auch zu Recht darauf hingewiesen, dass das alles ein großes Kasperletheater ist mit diesen Besprechungen von dem Einfrieren, weil sich ja ohnehin da keiner nachrichtet, aber die psychologische Wirkung, die ist nicht zu unterschätzen. Zum anderen ist auch diese saisonale Entwicklung nicht zu unterschätzen. Wir sind immer noch im Frühjahr, wir sind immer noch in der ständigen, in der Phase, wo mehr Öl verbraucht wird und, was das Wichtigste ist, über die letzten Quartale ist ja die Zahl der Bohrlöcher in den USA, der Rigs, kontinuierlich gesunken. Der Output blieb aber immer hoch. Das hat sich jetzt geändert. Er ist jetzt im Vergleich zum Vorjahr von 9,6 auf unter 9 Millionen Barrel pro Tag gefallen. Und obwohl jetzt die Lagerbestände wieder um 3 Millionen Barrel zugenommen haben, hat der Ölpreis jetzt schon vorweggenommen, dass sich dieser Output noch weiter zurückbilden wird. Ich schätze mal in Richtung 8,7, 8,5 bis in den Herbst. Das ist allerdings nur eine kurzfristige Entwicklung, denn wir haben im Moment über 29 Millionen Barrel im Golf von Aden, die vom Irak und vom Iran verschifft wurden innerhalb der letzten 3 Wochen. Und wenn die anlanden, dann wird es einen Rückschlag von 6, 7 Dollar geben. Das passiert jetzt innerhalb der nächsten 3 Wochen, weil wir ein so großes Angebot jetzt demnächst an den Ölmärkten kriegen. Gerade Iran, Irak, die fluten im Moment oder verschiffen viele. Und wenn die anlanden und an den Markt kommen, dann gibt es einen scharfen Rücksetzer. Also gehen wir jetzt raus und gehen danach wieder long? Ja, ich glaube, dass wir so ein Niveau inzwischen erreicht haben am Ölpreis, so zwischen 40 und 50 Dollar, mit dem die Marktteilnehmer, die Relevanten, eigentlich ganz gut leben können. Und wir sehen in der Tat auf der Angebotsseite eine Verknappung. Und die Anleger gucken natürlich in die Zukunft. Die interessiert nicht so sehr, was passiert momentan, sondern was passiert in den nächsten Monaten. Und insofern ist die Entwicklung, die wir gesehen haben, kurzfristig jetzt durchaus auch nachvollziehbar. Aber je höher der Ölpreis steigt, desto eher ist auch vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass diese Fracking-Unternehmen alle wieder auch aus vollen Rohren schießen. Die können ja schneller aus der Hüfte schießen, als zunächst angenommen. Gut, der Ölpreis ist runtergegangen, die haben erstmal dicht gemacht, weil sie nicht profitabel arbeiten können, aber die können ihre Kapazitäten ja auch relativ oder sehr schnell wieder hochfahren. Das ist ja auch ein Aspekt, den man nicht vergessen darf, oder? Das ist richtig. Deshalb gehen wir auch nicht davon aus, dass wir in naher Zukunft wieder Ölpreise um 90 oder 100 Dollar oder 80 Dollar sehen werden. Wir haben eine Prognose aufgestellt und sagen, Richtung 2017 sehen wir den Ölpreis zwischen 55 und 60 Dollar. Und das ist auch das Maximum, was wir sehen, weil darüber hinaus in der Tat werden viele Bohrlöcher wieder an den Start gehen. Also und in Anbetracht dieses Überangebotes, was wir weiter haben, gerade aus dem Iran. Der Iran beschleunigt ja im Moment noch, der fängt ja jetzt erst an. Also gerade deshalb auch werden wir keinen explodierenden Ölpreis jetzt sehen. Ja, gut, dann bleiben wir da. Also, der Donnerstag, meine Damen und Herren, den könnte man auch so ein bisschen als das große Schlachtfest bezeichnen, wo man je nachdem, wo man hinguckt. Wenn man auf die Aktie von Morphosis guckt, hat die auch gute 20% nachgegeben. Dann haben wir Aqua Optical, die auch 8% auf die Mütze bekommen haben. Und Mitsubishi,
reiht sich auch ein? Die haben sich auch schön jetzt ein Eigentor geschossen oder haben gedacht, naja, wir kommen mal den anderen zuvor, bevor uns einer anschwärzt, schwärzen wir uns lieber selber an. Hier sehen wir es, auch schöne 22% im Minus, weil sie ein bisschen bei ihren Verbrauch, Spritverbrauch gemogelt haben. Ja, was machen wir damit? Ja, im deutschen Wesen soll die Welt genesen. Hat sich Mitsubishi schön Vorbild an VW genommen. Da geht es jetzt zwar nicht um Abgase, aber ein ganz verwandtes Thema, nämlich den Spritverbrauch. Den haben die um 10% zu hoch angegeben. Und Mitsubishi, das ist ja kein Standalone-Unternehmen, sondern sie fertigen ja auch für Nissan und für andere Automobilhersteller diese Kleinwagen. Und da kommt natürlich ganz gewaltig auf die was zu. Und ich denke, das wird auch nicht das letzte Unternehmen gewesen sein, das da einräumen muss, dass wir da, dass man da nicht so ganz genau auf die Statistik geschaut hat und dass da wohl ein Messfehler vorgelegen haben sollte oder irgend sowas. Selbst bei meinem Audi habe ich immer das Gefühl, dass der Spritverbrauch nicht mit dem übereinstimmt, was was angegeben worden ist. Also da passt auch irgendwas nicht. Also ich denke mal, da ist fast jeder Hersteller von betroffen. Möchte ich mal behaupten. Ich muss sagen, bei meinem ist es auch noch so, dass es noch offensichtlicher ist, dass es nicht stimmt, weil den Verbrauch, den mein Verkäufer mir gesagt hat, der passt nicht so sehr mit dem Mittelwert, den mein Auto auch immer anzeigt. Man kann ja schön über den Bordcomputer sich den Verbrauch anzeigen lassen. Und irgendwie liegt ja auch irgendwie 2 Liter höher über dem, was mir bei... Ja gut, die Karre wiegt ja auch 4 Tonnen, glaube ich. Ja gut, das ist ein Windelbomber. Man muss ja auch... Aber ja, man muss sagen... wie naiv sind die Leute? Ich meine, dass beim Auto getrickst wird, weiß ja irgendwie jeder. Ne? Das ist ungefähr so das gleiche Phänomen wie mit der Vergabe der Weltmeisterschaft. Wäre ja auch nie einer drauf gekommen, dass man da irgendwelche Leute bestechen muss, um eine Weltmeisterschaft ins eigene Land zu holen. Da wäre ja nie einer drauf gekommen. Genauso glaubt ja seit Jahren auch jeder, dass die Angaben der Autoverkäufer stimmen. Warum jetzt so ein Bohai? Naja, wir wissen ja alle, wie diese Tests ablaufen. Da gibt es einen Prüfstand, da wird mit optimalem Wind gearbeitet, da werden teilweise die Reifen abgeschraubt und was weiß ich nicht noch alles, damit es dann nachher passt. Nur ich glaube, der Kunde hat sich daran gewöhnt, wenn man sich so einen Normverbrauch anschaut, dann rechnet man gedanklich immer schon 20% obendrauf, dann weiß man, wo man nachher ungefähr landen wird. Insofern glaube ich, dass kein Käufer da ernsthaft inzwischen sich noch getäuscht fühlt von solchen Normangaben. Aber bei Ihnen kann ich mir das gar nicht vorstellen. Sie fahren doch immer damit 80 und mit Hut über die Autobahn. Da müsste doch der Spritverbrauch eher unter der Angabe des Herstellers liegen. Ja, wir haben vergessen noch zu erwähnen, dass ich dabei auf der linken Spur fahre. Ja, das ist halt noch erwähnenswert, dass ich links fahre. Man tut das damit was für die Umwelt, weil man die Hinterhalten natürlich ausbremst, dass die nicht so viel Sprit verbraucht. Und wenn die einen rechts überholen, kriegt man immer schöne Gesichter zu sehen. Da sieht man die... schönsten Grimassen, manchmal auch rot gefärbte Gesichter. Audi hat die Mogel-Software ja eigentlich ins Spiel gebracht. VW ist ja jetzt in den letzten Tagen unheimlich angestiegen. Man munkelt, die hätten sich in Amerika geeinigt und könnten eine Klage abwiegeln. Sowas mag der Markt ja, wenn Klarheit da ist. Die Aktie ist ja auch deutlich angezogen. Ist jetzt da so ein bisschen der Spuk raus aus dem Papier? Sie müssen sich ja erstmal, also Sie werden sich geeinigt haben, aber es muss ja erstmal auch richterlich abgesegnet werden und das steht halt noch aus. Wenn das passiert, ist es sehr positiv für VW, weil man eine ungefähre Kalkulation hat, was letztlich auf VW insgesamt zukommen wird an Kosten. Die werden auf etwa 30 Milliarden Dollar in dem Fall taxiert, wenn man sich so einigt, wie in der Presse jetzt zu lesen ist. Und damit kann der Markt halt sehr, sehr gut leben. Ja, VW ist ja an sich ein gesundes Unternehmen. Wir haben... Die sitzen auf einem Eigenkapital von 95 Milliarden Euro. Börsenwert liegt bei 60 Milliarden Euro. Wenn sie 30 Milliarden Euro zahlen, dann werden sie aktuell zum Eigenkapital bewertet. Und ein gesundes Unternehmen auf Eigenkapitalbasis zu kaufen, hat sich langfristig eigentlich immer ausgezahlt. Aber wie gesagt, wir sollten erstmal die Entscheidung abwarten. Sie haben auch schon den Börsenticker, Frankfurter Strategieticker, schon früh genug darauf hingewiesen und gesagt, man soll VW kaufen. Ist das ja noch aktuell oder hat man jetzt erstmal das mitgenommen von 14 auf 27 und sagt jetzt erstmal, jetzt mache ich mal eine Pause, bis die Entscheidung kommt? Ja, es ist hopp oder top. Also es kommt darauf an, ob diese Einigung, diese vermeintliche Einigung mit der Umweltbehörde in den USA tatsächlich von den Richtern so akzeptiert wird, dass die VW die Autos entweder zurückkauft oder repariert. Man kann dem Kunden dann natürlich nichts vorschreiben, das wird dem dann zur Wahl gestellt, ob das den Richtern dann reicht. Und wenn ja,
dann schießt die Aktie weiter nach oben. Wir haben deshalb für über einen Stop-Buy-Limit einen VW-Call im Frankfurter Börsenbrief empfohlen. Die Entscheidung lag leider jetzt erst nach Redaktionsschluss. Deswegen kann man das noch nicht sagen. Wenn die Richter sagen, nö, wir ziehen das durch, und da spielen ja auch häufig Profilierungsmotive eine Rolle. So ein Staatsanwalt, so ein Richter in den USA, wenn der so ein VW-Verfahren durchzieht, dann ist es für den ein Karrieresprung. Und insofern kann ich mir auch vorstellen, dass sie sagen, nö, wir prozessieren hier ohne Ende und pressen den noch einen höheren Vergleich ab, als was Volker Schulz jetzt hier eben angedeutet hat. Also davon wird es abhängen, ob das Gericht sagt, okay, wir machen keinen Prozess, oder sagen, doch, wir machen einen Prozess. Und das lässt sich absolut nicht sagen. Vor See oder vor Gericht ist man immer in Gottes Hand. Ja. Aber für dich ist schon mal gar nichts. Du bist ja kein Freund von diesen Hop- oder Top-Aktienentscheidungen, ne? Ja, das kann man schon mal machen, aber man sollte eine Sache nicht aus der Augen verlieren. Wir sprechen hier von einer Einigung mit der Umweltbehörde und mit dem Justizministerium. Wir sprechen nicht von privaten zivilrechtlichen Klagen von Händlern, von Kunden. Und da kann es auch durchaus mal sein, dass so eine Sammelklage schnell mal in den Milliardenbereich geht. Und auch da wird VW jahrelang zu kämpfen haben. Das heißt, so eine Vereinbarung ist gut, bringt natürlich jetzt positive Nachrichten. Der Kurs wird auch anziehen, bin ich überzeugt von. Aber trotz allem, auf der sicheren Seite würde ich VW noch nicht sehen. So, meine Damen und Herren, dann kommen wir mal zu unserem Stresstest Nummer 2 oder vorgezogenen Stresstest. Es gibt einige, die vielleicht auch einen Turboschein auf Ströer im Depot hatten und die mussten heute innerhalb kürzester Zeit feststellen, Mist, ausgestockt. Wir kommen ausgenockt. Ausgenockt, ja. Da werden sich bestimmt einige heute die Haare gerauft haben. Und wenn man auf diese Analyse, die das Ganze ausgelöst hat, schaut, dann muss man sagen, oder sich fragen, wir haben es vorher schon gemacht, kann es wirklich so einfach sein? Der spannendste Satz der ganzen Analyse steht nämlich fast oben am Anfang. The fund Muddy Waters managed is short in Ströer and for this reason there might be a conflict of interest. Ja, schön, wenn man die Analyse damit beginnt. Wir sind übrigens short in der Aktie und das könnte eventuell zu einem Interessenkonflikt führen. Viele Anleger werden diesen Satz überlesen haben und nach dem Lesen, gut, bis man 62 Seiten durchgeackert hat, dauert es auch ein bisschen. Jetzt muss man sagen, okay, wir sind short, aber wir haben, ja gut, ich würde sagen, die haben für den Rest des Jahres ausgedient. Der Fonds ist sicher, auf der sicheren Seite. Muddy Waters Capital, ist das jetzt ein Unternehmen, wir haben ja sowas Ähnliches bei Wirecard erlebt, muss man sagen, das ist jetzt hier seriöser und da steckt mehr dahinter, als wenn irgendwo eine Internetseite auftaucht und die nach der Analyse wieder verschwindet? Definitiv, die haben Namen in Nordamerika, die sind bekannt für diese Short-Attacken, die aber in der Regel auch in der Vergangenheit immer sehr gut recherchiert waren. Von daher nimmt der Markt das natürlich ernst, diese Vorwürfe. Herr Knitzing, haben Sie da mal so durchgeguckt, wie ernst nehmen Sie die Vorwürfe? Oder sagen Sie, ich bin in Ströer nicht drin und deswegen interessiert es mich auch nicht? Nee, wir sind in Ströer nicht drin, obwohl ich die Aktie eigentlich bisher für gar nicht so schlecht gehalten habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es auch, das zur Einschränkung, nur überflogen. Also ich kann da jetzt keine abschließende Analyse der Analyse abgeben. Aber ich meine, man muss auch mal ein bisschen sorgfältig unterscheiden. Es gibt ja schon häufiger mal solche Analysen, die Unternehmen jetzt richtig in den Keller reißen. Und dann steht da was von Bilanzmanipulation und gar kein richtiges Geschäftsmodell. Und eigentlich dürfte das Unternehmen gar nicht existieren. So ist das hier bei dieser Analyse ja nicht. Sondern die sagen, oder ich weiß nicht, ob sie es tatsächlich so explizit sagen, aber Ströer ist ein Unternehmen, was tatsächlich gutes Geld verdient. Die haben im letzten Jahr den Umsatz um 14% auf 824 Millionen Euro gesteigert, haben 108 Millionen Euro verdient, werden in diesem Jahr über die 1 Milliarde Euro gehen beim Umsatz und 260 Millionen verdienen. Also das ist ein sehr profitables, sehr gutes, wachsendes Unternehmen. Das muss man erstmal voranstellen. Das ist jetzt keine Scheinfirma, die gar nichts verdient. Die sagen jetzt, dass es da zum einen solche Geschäfte gegeben hat mit einem gewissen Geschmäckle, wie man sie vorher eigentlich nur bei Rocket Internet und Samba gekannt hat und den Samba-Brüdern gekannt hat. Das heißt, wenn sich irgendwo mal eine interessante Geschäftsmöglichkeit ergeben hat, dass das gar nicht dann über Ströer gelaufen ist, sondern dass die sich das dann schnell eingesackt haben und dass das mit dem Corporate Governance nicht so ganz funktioniert, der Aufsichtsrat nicht unabhängig ist. Dem muss man nachgehen, das hat aber mit den Geschäften selbst nichts zu tun. Dann sagen sie, bei dem Cashflow-Statement ist es so, dass
da zu viel saldiert wurde und deswegen gar nicht richtig angezeigt wurde, dass unterjährig mit Fremdkapital gearbeitet werden musste. Das wurde dann zurückgezahlt, hat im Endeffekt, wenn man es auf Jahressicht sieht, auch keine Auswirkung auf das Finanzergebnis. Dann sagen Sie aber auch, dass Cashflow zu hoch ausgezeichnet wurde. Dem müsste man dann tatsächlich mal nachgehen und das genauer untersuchen. Habe ich jetzt nicht gemacht, Studie kam erst heute raus. Das wäre natürlich bedenklich, aber das ist alles in so einem Rahmen, wo man sagt, das ist nicht gut und das spricht nicht für eine vertrauensbildende Maßnahme, sondern für eine vertrauenszerstörende Maßnahme vom Management. Und da ist die Aufsicht auch mal gefragt und Wirtschaftsprüfer. Aber nochmal, Ströer ist eigentlich ein gutes Unternehmen mit einem guten Konzept und mit guten Wachstumsraten. Also ich bin eigentlich von Ströer Media, auch wenn wir sie nicht auf unserer Empfehlungsliste haben, grundsätzlich überzeugt, dass das gutes Unternehmen ist. Ja, ein gutes Unternehmen mit einem leichten Knick im Schaden. Ne? Ja. Ich meine, Madi sagt ja auch nicht, dass die pleite sind oder so. Was man vielleicht auch untersuchen sollte, ist, ob das organische Wachstum richtig angegeben wurde. Ja? Weil Madi sagt, Ströer hat ein organisches Wachstum von weniger als 2%. Und das sollte man vielleicht dann auch mal prüfen, weil wenn ich KGV-Bewertungen von weit über 20 habe, dann sollte ich ein höheres organisches Wachstum als 2% definitiv haben. Und das muss man überprüfen und Ströer sollte sich da auch schleunigst zu äußern, was sie wahrscheinlich auch machen werden. Ich rechne eigentlich damit, dass sie sich sogar heute noch dazu äußern. Gucken wir mal, ob da noch was kommt. Was macht der Anleger, der die Aktien noch hat? Lohnt es oder macht es Sinn, jetzt noch aus dem Papier rauszugehen? Oder kann man damit rechnen, dass morgen so die berühmt-berüchtigte scharfe Gegenbewegung kommt? Also ich würde auch ganz gerne eine Sache noch sagen zu den Vorwürfen, die getätigt werden. Also ich habe es jetzt auch nicht intensiv durchgearbeitet, ich habe es angelesen. Und ein Unternehmen hat einfach einen gewissen Spielraum bei Bilanzierungsansätzen. Und der wird natürlich gerne genutzt, insbesondere in diesem Fall, wo sehr viele Übernahmen getätigt worden sind. Da kann man natürlich schon mal die ein oder andere Prozentziffer nach oben, nach unten korrigieren, wenn man organisches Wachstum ausweisen möchte, das in einer bestimmten Größenordnung sich bewegt. Insofern muss man gucken, was ist wirklich legitimes Bilanzierungsmanagement und was ist illegitimes Bilanzierungsmanagement. Da muss man aber vorsichtig sein mit den Vorwürfen. Ich persönlich finde 30% nach unten, 1 Milliarde Marktkapitalisierung, die da vernichtet worden ist. Das hört sich für mich sehr viel an, gerade weil ich auch der Meinung bin, wir haben es hier mit einem sehr soliden Management zu tun, mit einem Unternehmen, das eine gute Entwicklung genommen hat in den letzten Jahren. Sehr schöne Transformation hin vom klassischen Plakatgeschäft zum Digitalgeschäft. Also macht eigentlich einen guten Eindruck. Insofern 30% sind für mich eine Hausnummer zu hoch. Was vielleicht auch noch ein Geschmäckle hat, sind die Insiderverkäufe, die in den letzten Wochen und Monaten, die man immer wieder bei Ströer gesehen hat. Ist vielleicht ein Geschmäckle. Insider-Verkäufe? Verkäufe, ja. Was mache ich denn, wenn ich die Aktie jetzt noch habe? Verkaufe ich sie auf dem Niveau noch oder warte ich jetzt erstmal ab und denke, gut, schlimmer kann es eh nicht mehr kommen? Das ist schwierig zu sagen. Ich kann im Moment nicht beurteilen, was ist an diesen Geschäften, was ist da, was ist an den Vorwürfen dran und was nicht. Generell muss man schon irgendwo dann eine Reißleine ziehen. Ich würde vielleicht noch abwarten jetzt. Ströer wird sich äußern. Wir werden eine Gegenreaktion kriegen. Dann würde ich mal schauen, dass ich irgendwo einen Stop-Loss platzieren würde, weil irgendwann ist einfach Schluss. Dann so viel kann man nicht aushalten. Irgendwann muss man eine Reißleine ziehen und nicht zugucken, bis vielleicht bei 30 oder 28 steht. Das kriegt natürlich auch sehr schnell eine irrsinnige Eigendynamik. Wir haben es bei Wirecard auch gesehen, da ist ein Unternehmen über Monate lang beschossen worden. Wenn die Short-Spekulanten sich mal eingeschossen haben auf so einen Wert, dann ist es natürlich schwierig, aus diesem Sumpf wieder rauszukommen. Insofern hat der Volker natürlich schon recht. Man sollte das in Ruhe beobachten, schauen, ob es eine Gegenbewegung gibt. Und dann muss man sich entscheiden, ob man denn jetzt diesen Punkt dann zum Ausstieg nutzt oder ob man sagt, ich habe so viel Vertrauen in das Unternehmen, die werden sich wieder berappeln. Die Wirecard war nur ein Beispiel. Das ist immer so bei solchen Spekulationen, dass dann nach dem ersten Schub am ersten Tag und am zweiten Tag dann die Schnäppchenjäger kommen und sagen, ach, ist gar nichts dran und ziehen das Ding wieder nach oben. Und das ist ein Punkt, wo man dann normalerweise gut verkaufen kann. Genau wegen der von Stefan Schmidbauer angesprochenen Eigendynamik. Weil sich nämlich auch kein Fondsmanager leisten kann, dass sein Chef irgendwann zur Tür reinkommt und sagt, da gab es doch diese Studie, wieso sind sie denn da nicht rausgegangen? Und deswegen ist für viele institutionelle Anleger total wurscht, ob da jetzt was dran ist, ob das stimmt oder ob es nicht stimmt.
einfach um die eigene Haut zu retten, um den eigenen Job zu retten, müssen sie verkaufen. Und zwar, und das wird dann über viele Wochen geschehen. Und dann kann man sich in einem Monat, in zwei Monaten mal überlegen, ist das denn eigentlich so schlimm und wie sieht die Lage tatsächlich aus? Und dann kann man überlegen, in so ein Ding wieder reinzugehen. Das heißt, eine Aktie bekommt eine Abwärtsdynamik, ganz unabhängig, ob an diesen Vorwürfen was dran ist oder nicht. Und das muss jeder Börsianer einfach wissen. Das muss man wissen. Jetzt wissen Sie es, meine Damen und Herren. Jetzt wissen wir es alle. Und jetzt wissen wir auch, was wir mit Ströer machen. Also, wenn die Gegenbewegung da ist, dann eventuell dann auch mal die Reißleine ziehen. Wir kommen jetzt zu unserem Stresstest. Und da schauen wir mal, ob man bei Swatch auch die Reißleine ziehen muss. Ich kaufe Aktien. www.ichkaufeaktien.de. Bevor ich es am Ende vergesse, mache ich es heute mal am Anfang. Die E-Mail-Adresse redaktion@bernecker.tv. Da können Sie uns Vorschläge für den Stresstest hier zusenden und wir besprechen die Aktien dann eben im Stammtisch. So geschehen mit Swatch und wir schauen uns mal den Chart von Swatch an und dann gucken wir mal, muss man darüber nachdenken oder ist das ein lupenreiner Abwärtstrend, den man eigentlich gar nicht weiter mehr erklären muss? Ja, ich sehe dann, wenn ich was sagen darf, ich sehe dann dreifachen Boden. Einen dreifachen Boden? Ja, einen Triple-Boden. Ein Triple-Boden. Ja. Und das heißt für dich, man kann die Aktie jetzt kaufen? Aus technischer Sicht, ja. Und aus fundamentaler Sicht, Stefan? Also ich würde noch ein paar Prozentchen nach unten abwarten. Für mich sieht das schon so aus, als ob der Kurs nochmal einen Zacken nach unten gehen wird. So 5-6%, denke ich, sind drin. Aber dann glaube ich auch, dass wir eine Bodenbildung sehen werden und die Aktie wieder dreht. So Unternehmen an sich ist ein sehr spannendes. Man denkt ja bei Swatch immer an die billigen Plastikuhren. Tatsächlich steckt ja ein riesiges Markenportfolio in dem Unternehmen mit sehr viel teuren, hochwertigen, edlen Marken. Aber Swatch hat natürlich das Problem, gerade China, der Absatzmarkt ist ihnen so ein bisschen zusammengebrochen. Da wird nicht mehr so viel gekauft. Dann ist der teure Franken natürlich ein Riesenproblem für das Unternehmen. Und das sind schon Faktoren, die den Kurs jetzt erheblich belastet haben über die vergangenen Monate. Insofern würde ich mir die ganz großen Sprünge nach oben von der Aktie eher nicht erwarten. Herr Glinsing, wie würden Sie mit dieser Aktie verfahren? Ich bin ein bisschen optimistischer. Genau wie was Herr Schmidt-Bauer angesprochen hat, dieses Markenportfolio von Omega bis Tissot und Glashütte, ja im ganz Hochpreissegment, das ist schon ein Asset, mit dem man tatsächlich wuchern kann. Die hatten es in den letzten Jahren sehr schwer, nicht nur wegen des starken Frankens, auch wegen der Antikorruptionspolitik der chinesischen Führung. Das heißt, da haben alle Luxusgüterhersteller von LVMH bis sonst was alle nachgegeben und haben weniger verkauft vom Umsatz her. Und das hat sich jetzt auch im ersten Quartal wieder so wieder gespiegelt. Das war auch relativ enttäuschend. Ich glaube allerdings, dass sie hatten ja zuletzt auch einen Rückgang beim Umsatz um ein Fünftel und beim Gewinn ähnlich. Aber die ganze Uhrenindustrie war so, nicht nur der Weltmarktführer Swatch. Die Branche steckt in einem Dilemma, aber ich glaube, dass wir in diesem Jahr tatsächlich den Turnaround sehen werden und dass wir in diesem Jahr sogar ein Wachstum sehen werden bei Umsatz und Gewinn. Mindestens 4-5%, wenn nicht gar knapp an den zweistelligen Bereich. Und ich erwarte ehrlich gesagt, dass die Börse das vorwegnehmen wird. Deswegen denke ich, ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt einzusteigen. Gerade jetzt, wo noch viele die schwachen Ergebnisse der letzten Quartale im Hinterkopf haben und die Aktie eigentlich abgehakt haben. Ich bin fundamental der Überzeugung, dass sie jetzt ganz kurz vor der Wende stehen und dass wir jetzt schon im zweiten Quartal starke Wachstumsraten bei Swatch sehen werden. Gerade auch wegen des Reichtumseffekts. Wir sehen gerade in den USA auch eine große Nachfrage wieder nach teureren Produkten. In Asien wächst der Mittelstand ungebrochen. Die kaufen sich europäische Produkte. Also insofern, ich denke, das ist ein gutes Einstiegsniveau. Okay. Ja, Volk, jetzt kommst du mit deinem dreifachen Boden da unten. Ja, vielleicht muss man den Basiseffekt noch erwähnen, was den Franken angeht. Wir hatten ja die eigentliche Abwärtswelle, die hatten wir ja zu Beginn des letzten Jahres, 2015.
Das heißt, dieser Basiseffekt, der wächst sich jetzt auch langsam raus, was diese Währungsbelastung angeht. Das heißt, in der Tat, die Zahlen dürften in den nächsten Quartalen deutlich besser werden. Ja, dann verteufeln wir die Aktie nicht, meine Damen und Herren, sondern wer sie hat, kann dabei bleiben. Und wer den Ausführungen von Herrn Klinzing Glauben schenkt, der kann auch einsteigen. Das war jetzt nicht abwertend gemeint, sondern es war ja eine fundamentale Analyse. Zwar keine 62 Seiten, aber immerhin 2,6 Minuten. 2,5. Aber Sie sehen, wir haben die Aktie nicht verteufelt. Wer sie hat, kann ruhig dabei bleiben. Auch ein Neueinstieg könnte durchaus interessant sein. Das ist also unser Stresstest zu Swatch. Und jetzt kommen wir zu unserem Aktienspiel und zu den Aktien, die wir für Sie rausgesucht haben oder von denen wir überzeugt sind, dass sie in den kommenden 2 Wochen Ruhm und Ehre für uns bringen. Ich kaufe BMW. www.ichkaufeaktien.de. Drei Aktien haben wir heute, meine Damen und Herren, und eine Devisenspekulation, mit der fangen wir auch mal an, weil die hat so einen kleinen, bescheidenen Hebel von nur 70. Also, Herr Klinzing, da ist das Risiko, muss man jetzt schon sagen, hoch ist kein Witwen- und Waisenpapier. Ja, hat eine hohe Volatilität. Ich habe da ja letztes Mal kräftig Zeche zahlen müssen, einen Tag vor Ablauf des Börsenspiels. Da lag mein Schein auf 60% im Plus und am Tag der Abrechnung war er 5% im Minus oder so. Und das hat man eben davon, wenn man solche hohen Hebel wählt. Also bei dem glaube ich allerdings nicht, dass das so intensiv ist, weil ich glaube, dass die Basis sich gar nicht so stark entwickeln wird. Es geht hier nämlich um den Dollar-Yen. Ich rechne hier mit einer Trendwende. Mein Hauptaufhänger ist, wenn wir uns mal den amerikanischen Future-Markt anschauen, so sehen wir, dass die Eindeckung der S&P 500 Short-Position, Netto-Short-Position so schnell passieren wie seit 2012 nicht mehr. Das heißt, in USA, da haben viele Anleger richtig Panik, dass der Markt so nach oben schießt, wie wir das am Anfang auch besprochen haben, ohne dass sie dabei sind. Und diese Panik führt dazu, dass auch ein grundsätzlicher Wandel in der Erwartung am Kapitalmarkt einsetzt. Wir sind ja hier in dieser Runde auch relativ bullisch und am Kapitalmarkt ist man das da auch. Und wenn der Kapitalmarkt bullisch wird, dann starten auch die Carry Trades. Carry Trade bedeutet, man verschuldet sich im Euro oder im Yen und kauft dann in anderen Währungen. Und da ist eine sehr enge Korrelation zu entdecken. Wenn die Märkte steigen, dann fällt der Euro und fällt der Yen. Und genau darauf spekuliere ich jetzt. Das ist für meine Begriffe eine sehr wahrscheinliche Spekulation. Ich gehe davon aus, dass sich innerhalb der nächsten 2 Wochen das Verhältnis Dollar-Yen auf 111 Yen entwickeln wird. Und dann wird dieser Schein ja auch jetzt nicht so wahnsinnig zulegen, aber vielleicht 20-25% sind dann in so einer Spekulation auch drin. Nach außen wird das natürlich dann immer anders begründet. Jetzt tagt ja auch wieder die Bank of Japan und dann Spekulationen, ob die noch ihre Geldpolitik den Zügel weiter fasst. Das wird sie oder wird sie nicht. Das ist ein schöner Aufhänger für die Presse, aber in Wirklichkeit bewegt das den Dollar-Yen eigentlich gar nicht, sondern es sind allein die Carry-Trades. Und deswegen, wie ich der Auffassung, in einem bullischen Marktumfeld, da muss der Yen fallen und deswegen diese Spekulation. Ja, der Yen muss fallen, meine Damen und Herren, damit der Herr Klinzing gewinnt. Yahoo muss nicht fallen, aber hat auch nicht so mit den Zahlen brilliert, aber hier sind wir auch wieder bei diesem Phänomen, ne? Ist die Messlatte tief, kommt man trotzdem gut weg und dann haben wir auch noch die Fantasie, dass Yahoo filetiert wird und verkauft wird. Ja, ich würde sagen, das geht schon noch ein bisschen über das Wort Fantasie raus, das konkretisiert sich doch jetzt ziemlich, die Aktie ist auch heiß gelaufen schon in den letzten Tagen, ich glaube aber, dass wir nach oben noch Luft haben. Ich rechne damit, dass wir in den nächsten, ja, sagen wir 4 bis 6 Wochen eine Entscheidung haben werden, wer sich das Kerngeschäft von Yahoo letztlich sichert. Mein Tipp wäre Verizon, da wird es am besten passen, die sind auch in engeren Auswahl. Im Idealfall wird es noch ein Bietergefecht geben
Und davon dürften die Aktionäre dann letztlich auch profitieren. Man sollte, wenn man in Yahoo investiert, momentan einfach die Entwicklung des operativen Geschäfts völlig außen vor lassen. Das ist komplett uninteressant. Da tut sich nichts. Wenn man nur auf das operative Geschäft schaut, müsste man die Aktie eigentlich links liegen lassen. Die Fantasie kommt einfach aus dem Bereich Zerschlagung, Übernahme. Und ich glaube, die Aktie wird auch die kommenden Tage und Wochen noch gut laufen. Insofern eine schöne Spekulation für kurzfristige Anleger. Da sehen wir es. Bis zum W dauert es noch ein bisschen, aber dann klappt es um. Aber die Spekulation ist da, Yahoo soll verkauft werden und es wird konkreter. Ums Kaufen dreht sich es auch bei meiner Spekulation, die ich heute ins Rennen schicke. Ich habe mir den kanadischen Bahn- und Flugzeugproduzenten Bombardier ausgesucht. Auch wenn man da auf den langfristigen Chart guckt, muss man sagen, auch eine Aktie, die total ausgebombt war. Das Unternehmen brauchte mehrfach Hilfe, auch der kanadischen Regierung, die ihn unter die Arme gegriffen hat, weil alles nicht so funktioniert hat, wie es sollte. Die Vorstände sind ausgetauscht worden und alles. Und jetzt geht es wieder so ein bisschen. Die ersten Bestellungen für die neue C-Klasse aus Bombardier kommen rein. Und hier ist dann jetzt die Spekulation, dass eventuell Delta Airlines eine ganz große Bestellung abgibt. Da ist die Rede von 100 bis 150 Flugzeugen. Und wenn die Bestellung wirklich eintrudeln sollte, dann könnte das den Kurs jetzt auch deutlich nach oben bringen. Denn es wäre der Durchbruch für die C-Klasse. C-Klasse hört sich auch gut an, das sage ich noch. Für das C-Modell aus dem Hause Bombardier. Die würden damit so ein bisschen auch zu Airbus und Boeing in dieser Mittelklasse aufsteigen oder zumindest ein Konkurrent werden. Preis-Leistungs-Verhältnis soll hier sehr gut sein. Der Delta Airlines-Chef hat sich positiv über das Flugzeug geäußert, aber eben noch nicht gesagt, wer hier letztendlich den Zuschlag bekommt. Airbus, Boeing und noch ein brasilianischer Anbieter sind ebenfalls noch im Rennen, aber es sieht nicht schlecht aus. Die Spekulation ist, dass Delta Airlines bestellt. Das dürfte dem Kurs mit Sicherheit gut tun. Wenn sie nicht bestellen, dürfte es dem Kurs auch nicht ganz so viel wehtun, weil die C-Klasse trotzdem oder dieses C-Modell ja jetzt so langsam auf dem Markt etabliert wird. Aber danach, wenn das kommt, sollte man auch ähnlich wie bei Epigenomics auch mal gucken, ob man dann wieder rausgeht, weil wir kennen das ja bei Airbus, neue Flugzeuge, bis die wirklich mal fliegen und wie viel dann da an kleinen Kinderkrankheiten auftauchen, das könnte den Kurs dann natürlich auch wieder drücken. Aber dafür muss die Bestellung eben erstmal von Delta Airlines rausgehen, ob sie es tut oder nicht. In den kommenden zwei Wochen, wir werden sehen, das ist jedenfalls der Aufhänger für die Spekulation bei Bombardier. Und jetzt zum Abschluss haben wir noch einen feinen Biotech-Wert vom Herrn Schulz. Was? Nee, Quatsch, Paragon haben wir. Ich hab naja, ich hätte es auch nicht anders erwartet, ehrlich gesagt. Mann. Morphosis hat er dafür. Morphosis. Du hast ja schon gleich mal Biotech. Genau, du hattest ja ich war noch bei Morphosis. Entschuldigung, meine Damen und Herren. Warum also hast du dich für Paragon entschieden? Erstmal, ich habe echt ein gutes Gefühl, dass alle vier Empfehlungen in zwei Wochen deutlich im Plus stehen werden. Ich hatte noch nie so ein gutes Gefühl wie heute. Diesmal alle vier Empfehlungen grün sein werden. Okay. Meine Damen und Herren, wenn Gefühle hoffentlich entstehen, sind wir da keine Kontraindikatoren. Kaufen Sie nicht. Jetzt, wenn Gefühle ins Spiel kommen, immer schlecht. Wenn alle sich einig sind, dann ist es immer ganz schlecht. Hei. Warum ist denn Paragon im Plus in zwei Wochen? Also, erstmal Paragon ist ein Automobilzulieferer und zwar der am schnellsten und dynamischste Automobilzulieferer in Deutschland. Im letzten Jahr ein Umsatzwachstum von über 20%. Ein deutlich zweistelliges Gewinnwachstum. Der Fokus liegt auf Sensortechnik. Man ist zum Beispiel Weltmarktführer bei Luftgütesensoren. Die sorgen dafür, dass du dich in deinem Auto richtig wohlfühlst, in einem angenehmen Wohlfühlklima. Und dann haben sie einen weiteren Bereich, das ist die Elektromobilität. Da werden Batteriepacks hergestellt. Man hat angefangen damit, diese Batteriepacks für die LKW-Branche für Busse auch herzustellen. Es ist so, dass in San Francisco und Seattle schon 200 Busse mit diesen Batteriepacks unterwegs sind. Das Geschäft floriert extrem dynamisch. Man hat im letzten Jahr dann auch mit einem großen Autohersteller aus Deutschland einen 3-Jahres-Vertrag abgeschlossen.
Auch über diese Batteriepacks bei einem Umsatzvolumen über 3 Jahre in Höhe von 70 Millionen Euro. In den nächsten Wochen und Monaten darf man mit weiteren Großaufträgen aus der Elektromobilitätsbranche rechnen. Am 27. April kommen die Zahlen. Ich gehe von sehr starken Zahlen aus. Die Prognose für 2016 war zunächst mit den 2015er Zahlen ein bisschen konservativ gehalten. Man hat gesagt 8% Umsatzwachstum, deutlich zweistelliges Ergebniswachstum wieder. Ich gehe davon aus, dass man hier doch auch dieses Jahr wieder ein zweistelliges Umsatzwachstum schaffen wird und dass die Zahlen restlos überzeugen werden am 27. April. Deshalb kaufe ich die Paragon, gehe aber jetzt nicht nur kurzfristig von einer erfolgreichen Entwicklung aus, sondern auch über die nächsten 12 bis 18 Monate. Muss ja sagen, das ist ja eine tolle Sache. Also wenn die so Sachen herstellen, dass man sich im Auto mit dem Klima wohlfühlt, dann muss ich mal nachfragen, ob es da auch die Duftnote Rahmschnitzel mit Pommes gibt. Da würde ich mich dann richtig gut fühlen. Wir können ja mal eine Anfrage an den CEO richten. Ja. Ich hau das nachher raus, ist nett, ob das danke. Machbar ist. Ja? Dann werde ich allein die Umsätze nach oben prügeln. Ja, ja, vielleicht okay. Ein Joint Venture für Sie mit Simreis oder so. Dass Sie ja auch Simreis sehen, die Döner-Duftstoffe oder Gyros oder was immer man da jetzt anführen möchte, liefert, dass man dann das einstellen kann. Ne? Vielleicht noch ergänzend, 100 Millionen Euro Umsatz, mehr als 100 Millionen sind angepeilt für dieses Jahr. Im letzten Jahr waren es 95 Millionen Euro. Und das war's, meine Damen und Herren. Wir schauen uns die 4 Aktien oder besser gesagt die 4 Spekulationen nochmal an. Herr Schulz schickt Paragon ins Rennen, Herr Schmidbauer Yahoo, Herr Klinzing setzt ein Turbo ein, Dollar Yen und meine Wenigkeit setzt auf Bombardier. Und mit dem guten Gefühl von Herrn Schulz verabschiede ich mich jetzt aus dem Aktienspiel und wir kommen mit einem noch besseren Gefühl vielleicht zu unserem DAX-Spiel. Ich? Lieber Daimler. www.ichkaufeaktien.de Ja, in der vergangenen Sendung, muss man sagen, war hier die bullische Seite. Herr Kanzim und ich, wir waren beide bullisch. Man hat es gesehen, auch am Aktienspiel, wie es geklappt hat. Also die Seite hat sich deutlich besser geschlagen. Mit 10.017 Punkten war ich weiter vorne oder habe ich am höchsten getippt und man muss sagen, ja, damit habe ich trotzdem keine Chance gehabt, das Tippspiel zu gewinnen, denn der DAX hat ja richtig Gas gegeben. Wir sehen es hier, Frau Finke ist die Gewinnerin mit 10.333 Punkten, die sie uns eingesandt hat, hat sie das DAX-Tippspiel gewonnen. Mit meinen 10.017 habe ich es noch nicht mal auf die Tafel geschafft, also ganz weit entfernt vom Double. Daher konnte auch ahnen, dass der DAX so Gas gibt. So, meine gut, dass Sie es aber trotzdem noch mal erwähnt haben, ja, ne? Dass Sie so bullisch waren. Ja, finde ich schön. Ja, finde ich auch gut. Ja. Ne? Das interessiert den Zuschauer. Noch ein Schnitzel? Noch ein Schnitzel? Wie viel Prozent waren das bei Epigenomics nochmal? Ich habe es vergessen. Ah, ich weiß auch nicht mehr. Und sag lieber, wo der DAX steht. Über 60, ne? Oder? 60 über 66. Aber das ist ja das gleiche Schicksal wie Sie. Nur der Unterschied ist, bei mir endet der Schein nicht im Minus wie bei Ihnen, sondern bei mir endet er bei 66%. Das muss man erstmal schaffen. Ja, ne? Zwischenzeitlich hatten wir 125. Aber Volker, wo steht der DAX in 2 Wochen? Ich sage 10.600 Punkte. Ich rechne damit, wir sind kurzfristig ein bisschen überkauft, werden jetzt eine kleine Korrektur sehen und dann danach wird es weiterlaufen. Wir gehen in der Reihe nach weiter, auch so steigert sich so ein bisschen das Tippspiel. Ich sattel noch 50 Punkte drauf. Genau, das sind 55 Punkte genau, 10.655, aber macht auch nichts. Dann komme ich mit 10.717 und dann reichen wir den Kelch an dich weiter. Du liegst nämlich ganz weit vorne. 10.800. Genau, meine Damen und Herren, das sind die Tipps. Wir gucken sie uns nochmal an. Hier sehen Sie es, da Herr Schulz 10.600, 10.800. Herr Klinzing 10.655 und meine Wenigkeit 10.770. Den Tipp schicken Sie bitte an redaktion@bernecker.tv. Jetzt kommt noch der Einsendeschluss. Das ist der 27.04. Bis dahin müssen Sie Ihren Tipp abgeben, wo der DAX in 2 Wochen, also am übernächsten Donnerstag, eröffnet. Dann haben Sie alles richtig gemacht, wie Frau Finke. Frau Finke, Sie schicken mir bitte eine E-Mail oder schicken an die redaktion@bernecker.tv eine E-Mail, welchen Börsenbrief Sie gerne für 3 Monate kostenlos aus unserem Haus lesen
möchten, dann schicken wir Ihnen den auch kostenlos in diesem Zeitraum zu. So, haben alle ja ausgetrunken. Ja, wie immer. Ach nee, einer wieder nicht. Ne? Wie dann immer. Kommt dann wieder diese, wer mag das wohl wieder sein? Ne? Der Herr Schmidtbauer, der trinkt nicht so gerne Altbier. Ja, und kann ich noch eins haben? Ja, klar. Du nicht noch Werbung machen? Ja, dann bleib doch ruhig. Also, das ist jetzt geschickt, elegante Überleitung. Geschickt abgelenkt. Ja. Ne? Ja, meine Damen und Herren, bevor wir uns jetzt verabschieden, haben wir noch einen Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie den Stammtisch mal live erleben möchten oder auch die Herren hier einzeln vor Ort, dann kann ich Ihnen sagen, der 25. Mai, der jetzt kommt, der ist dafür ganz interessant, denn da werden wir nicht nur mit Ihnen reden, sondern wir werden Ihnen auch wertvolle Tipps geben. Herr Klinzing, wissen Sie schon Ihr Thema für den Vortrag? Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Es geht darum, Schnitzel Pommes mit Currywurst. Ja, um Haxe mit Knödel. Nein, es geht darum, wenn man nicht immer unbedingt nur auf den deutschen Markt schauen möchte und nicht immer nur in Frankfurt kaufen möchte, wo sich weltweit interessante Chancen mit einem sehr guten Chance-Risiko-Verhältnis ergeben, auf der Rohstoffseite, in Japan, in verschiedenen Branchen. Das wird das Thema sein meines Vortrags. Herr Klitzing hält also diesen Vortrag. Volker, du wirst über Nebenwerte ein bisschen reden. Ja, wir werden ein bisschen über Nebenwerte reden, worauf es zu achten gilt. Und wir werden natürlich ein paar neue, aufregende Sonderstories exklusiv mit zu diesem Seminar bringen. Neue exklusive Sonderstories, meine Damen und Herren. Wenn das nicht mal die Reise nach Düsseldorf wert ist, also 25. Mai, streichen Sie sich diesen Tag ganz dick im Kalender an. Es ist ein Samstag und da gibt es bei uns ein Seminar in Düsseldorf aus dem Hause Bernecker. Also da sind alle Redakteure vor Ort. Sie kriegen dort Vorträge gehalten, sie kriegen was zu essen, ganz wichtig, ne? Schnitzel, da sind wir wieder beim Essen. Gibt es denn auch irgendwie eine Website, wo man sich das angucken ja, kann? Ja, unsere Homepage, lassen Sie mich gefälligst mal ausreden, wir sind gerade erstmal beim Essen. Ich dachte, Sie kommen nie drauf, ich muss Ihnen immer alle Stichworte so geben. Ich dachte erstmal, wenn Sie Essen hören, ist alles in Ordnung. Da komme ich doch nicht auf die Idee, dass Sie noch weitere Dinge fordern. Ja, die Internetadresse, meine Damen und Herren, www.bernecker.info. Da finden Sie das Bestell- oder Anmeldeformular, je nachdem, wie Sie es bezeichnen möchten. Da können Sie sich anmelden für unser Seminar. Die Plätze werden immer weniger, also es ist Schnelligkeit gefragt. Machen Sie es schnell, sonst ist dann bald alles weg, denn wir haben auch nur eine begrenzte Teilnehmerzahl. Also, wenn Sie gerne an diesem Seminar teilnehmen möchten, zum Abschluss gibt es übrigens bei diesem Seminar auch den Bernecker Stammtisch. Da werden wir dann auch noch auf Sie eingehen, auf die Zuschauerfragen und in großer Runde auch nochmal so ein bisschen diskutieren und mal die Vorträge nochmal Revue passieren lassen, gucken, ob der Herr Klinzing da auch alles richtig gemacht hat. Und wenn Sie Fragen zu den Vorträgen haben, werden wir da natürlich für Sie... Erwähnen Sie doch den Stammtisch noch ein drittes Mal, dass er da auch ist. Wir haben ja auch schon dreimal erwähnt. Na, wir sind jetzt schon eine Stunde dran. Ja. Ich möchte auch langsam nach Hause, es reicht jetzt. Okay. Meine Damen und Herren, Volker Schulz möchte nach Hause. Deswegen machen wir auch hier jetzt einfach mal Schluss. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Volker schicken wir jetzt in Ruhe nach Hause und wir bleiben hier noch ein bisschen und trinken noch ein Bierchen. Also, in zwei Wochen sehen wir uns wieder zur nächsten Ausgabe. Wir gucken mal, dass du dann da ein Bierchen auch noch austrinkst. Mach es gut. Schönes Wochenende. Es braucht schon die zwei Wochen. Ja.